Und damit ist das Spiel eröffnet. Azog muss diesen Ball erobern. Tut er auch. Setzt sich hier gut gegen Sökler durch. Spielt den Ball jetzt nach vorne. Da sehen wir Reisig. Der spielt zurück. Butakrit ist dazwischen. Butakrit, und das ist das Tor für den FSV! Muss ein bisschen schneller gehen hier. Azog bringt den Ball rechts raus auf Reuter. Reuter nun. Mit dem, sehr sehenswerten Ball in die Mitte. Das ist Delvecchio. Delvecchio in die Mitte. Kanaga. Kanaga bringt ihn nicht ins Tor, sondern von der 5-Meter-Raumkante drüber. Ja, die Führung auch. Mehr aber auch noch nicht. Butakrit, jawohl. Bernd Hofer hat sich im Boden festgerät. Butakrit jetzt auf dem Weg nach vorne. Butakrit auf Peters. Peters mit Tor für den FSV. Es ist kein Abseits. Kas Peters, 22. Spielminute. Tulm aus Amsterdam läuft hier im Hintergrund, denn der Holländer trifft zum 10. Mal in dieser Saison. Kommt zum zweiten Pfosten. Reisig bringt ihn in die Mitte. Radara versucht den Schuss, aber der geht nicht an ihn, sondern an den FSV. Und Kanaga ist nun in der Vorwärtsbewegung. Oh, Reuter macht einen Meter rechts wie ein Irrer. Meine Fresse. Macht er den auch? Nein, er bringt ihn nur auf Geld. Boah, der ist jetzt aber zu langsam. Reisig bekommt ihn hier auf der linken Seite, weil Thiermann da nochmal rangegangen ist. Das ist jetzt Hofrath. Hofrath bringt den Ball in die Mitte. Söckler verlängert ihn auf den langen Pfosten, aber Hanin hat ihn. Wieder mit Zug zum Tor. Ja, FSV kann auch diesen Ball klären. Und mit Chiat Butakrit nach vorne laufen. Auf der linken Seite läuft der Vecchio mit. Butakrit jetzt verfolgt von Zweien. Ist immer noch dran. Kann den Ball jetzt in die Mitte bringen. Bringt den Ball flach in die Mitte. Kanaga. Müller muss jetzt schießen. Müller mit dem flachen Schuss. Der ist drin! 3:0 für den FSV. Jawohl, und Schiedsrichter Jan Dinnemerker sagt, ja, warme Getränke in der Kabine, das klingt doch nach mir, ne? Jawohl, und damit geht's jetzt auch in die Pause. Jürgens jetzt doch mit der Flanke. Schusssituation, Hanin hat ihn vor den Schuss von Tomic. Tomic bringt den rein. FSV stellt eine Zweiermauer, stehend aus Kanaga und Reuter. Ansonsten ein lustiger Auflauf an verschiedenen Trikots in der Mitte. Ball kommt an den ersten Pfosten. Und Hanin hat ihn. Ja, der ist noch frisch, das merkt man gleich. Will sich auch nochmal präsentieren hier. Und bekommt den Ball jetzt hier links und hat Raum. Okay, Gomez da hinterher. Sanomia ist jetzt schon in der Box. Bringt den Ball in die Mitte. Peters und Tor für den FSV. Zurück zum Spiel. Sanomia erobert den Ball. Sanomia. Auf Peters. Peters, vielleicht zum dritten. Peters zum dritten! 5:0! Den Ball. Jetzt wird hier Peters. Bitter für Peters, vielleicht zum dritten. Peters zum dritten! 5:0! Nein, es wird nicht mehr angegriffen. Diese Situation ist rum.